Hattingen. Dann die katholischen Kirchen. Nahtlos ineinander. Oh mein Gott, hey, ich will zurück nach Dies. Ich bin umgezogen. Zurück nach Dies Mustay. Mit einem Hang zum Gesamtkunstwerk. Egal welchen Video ich im Moment abspielen lasse aus meiner Playlist, YouTube empfiehlt danach Helge Schneider und Harald Schmidt. Was soll das? Haben die den Algorithmus umgestellt? Jetzt Simon Graf von der ZHDK. Schreibt irgendwo eine Dissertation. Welcome to the German speaking part of Europe. Und was ist deine Perspektive? Warum hat Critical Mass aufgehört, Fahrrad zu fahren, in dem Moment, wo die Straßen leer gewesen sind? Warum Friday for Future aufgehört hat, nachdem die Flugzeuge vom Himmel gegangen sind? Was denkst du? Wie erklärst du dir das? Und wie ist es gelungen, dass danach diese Partys ohne Distanz zu Black Lives Matters gelungen sind? Wie erklärst du dir das? Morgen 11 Uhr mit Professor Dr. Steffen Roth live im Wikidienstag.cr. Moral Communication Framing. Ja, freue ich mich. Ja, bin ganz verschwitzt. Hab das Auto wieder gepackt. Morgen Abend mache ich dann noch die dritte Fahrt nach, die drittletzte Fahrt mit Bürozeugs nach diesem Biss. Und ich glaube, dann bin ich durch. Warum, wenn die traditionellen Medien so unwichtig geworden sind und die sozialen Medien so wichtig, warum bekommen dann diese massenleitenden Medien so viel Geld aus den staatlichen Parlamenten zugespielt? Die Herausforderung liegt nicht darin, Menschen zu kontrollieren, sondern wie es gelingt, diskursive, dialogische Prozesse in der Gesellschaft zu ermöglichen, in welche möglichst viele ihre Perspektive einpflegen können, oder? Demokratie, oder? Wenn wir einem kleinen Kind ganz früh verbieten, das heiße Feuer zu berühren, dann machen wir das ja deshalb, damit das Kind eine unverletzte Möglichkeit bekommt, selber Feuer machen zu lernen, weil die Alten ja nicht wissen können, was die jungen Leute anzünden müssen. So. Die Herausforderung liegt darin, wie wir einverstanden sein können, dass wir nicht einverstanden sind miteinander. So viele Fragen, so wenige Antworten. Ich freue mich, bald wieder schreiben zu können.